Hallo und herzlich willkommen wieder mal hier auf Masters Clash Channel. Heute wurde der Gewinner des Heldenmal-Wettbewerbs, der von Supercell gehostet wurde, bekannt gegeben, und zwar auf ihrer offiziellen Facebook-Seite von Clash of Clans. Und der Gewinner ist Joyroth mit dem superschönen Helden, den ihr hier auf dem Bildchen seht. Mit 23.000 Likes hat er die anderen Mitfavoriten übertrumpfen können und hat somit jetzt seine 2.500 Gems gewonnen. Aber was viel interessanter ist, ist eine Frage von einem Nutzer, die ich jetzt mal kurz vorlese, auf Englisch. Seriously, the Halloween weekend is over. Get on with the update or at least let us know when to expect it, please. Zu Deutsch, ernsthaft? Das Halloween-Wochenende ist vorbei. Macht endlich weiter mit dem Update oder lasst uns zumindest wissen, wann wir es erwarten können, bitte. Unglaublicherweise hat Supercell darauf geantwortet. Hi Douglas, we're still working on the update and it's going to take some weeks until it's rolled out. But hopefully we will start releasing some more info on what's coming soonish. We will keep you guys posted. Also, hallo Douglas, wir arbeiten immer noch an dem Update und es wird noch weitere Wochen dauern, bis es praktisch dann veröffentlicht wird. Aber hoffentlich werden wir bald ein paar Informationen zu dem, was kommen wird, veröffentlichen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Das Ganze hat so ein bisschen so die Anmutung, wenn sie sagen, dass sie noch daran sind, dass es noch ein paar Wochen dauern wird, weil sie noch daran arbeiten, dann werden sie vermutlich schon in dem Stadium sein, dass sie die Hauptfeatures implementiert haben und momentan vielleicht so noch an ein paar kleineren Sachen dran arbeiten. Vielleicht auch noch ein paar größere Funktionen, die noch nicht fertig sind, fertig machen müssen. Und anschließend werden sie dann das Ganze noch testen müssen. Also kann es schon sein, dass das wohl noch etwas länger dauert. Some weeks, ich würde jetzt mal sagen, dass es so in Richtung 3 bis 4 Wochen mindestens geht. Und ich erwarte jetzt auch nicht gleich morgen neue Informationen. Weil so wie es aussieht, wird es wohl etwas länger noch dauern bis mit den neuen Informationen. Vielleicht kommt ja diese Woche noch etwas, vielleicht aber auch nicht. Ich glaube aber ehrlich gesagt schon dran, dass diese Woche noch irgendetwas kommt, weil man merkt ja den Druck, der von der ganzen Community ausgeht. Und Clash of Clans hat ja da jetzt dann schon drauf geantwortet. Und ich glaube, die wissen selber schon, dass die ganze Community heiß auf das neue Update und auf neue Informationen wartet. Also werden wir das Update wohl vielleicht erst Anfang Dezember sehen. An sich aber meiner Meinung nach ein guter Update-Zeitpunkt, weil da ja dann im Dezember irgendwann auch die Ferien losgehen und dann natürlich auch mehr Leute wiederum spielen. Mal schauen, wann es die nächsten Updates und Informationen zum neuen Update gibt, über Rathaus 11, den neuen Helden etc. etc. Und ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten, hier auf Mother's Clash Channel.